Als nächstes möchte ich dann auf spezielle Formen von unseren mathematischen Aussagen zu sprechen kommen, weil oft machen wir Behauptungen der Art, dass wir sagen, es gibt irgendein Element, das eine Eigenschaft hat, oder wir behaupten irgendeine Eigenschaft für alle Elemente in einer gewissen Klasse. Ja? Und dafür haben wir auch Symbole, um das auszudrücken. Und wir haben nämlich Quantoren, die behaupten, also es gibt Quantor und für alle Quantor, sodass wir also in einer kompakten Art und Weise hinschreiben können, dass wir irgendwas behaupten, es gilt entweder, es gibt mindestens ein Element, für das das gilt, oder es gilt für alle. Also das ist jetzt ein kurzer Ausflug in die Welt der Quantoren. Und die benutzen wir halt, um unsere Aussagen zu treffen, die halt irgendwas entweder für alle Elemente oder für mindestens ein Element behaupten. Also viele mathematische Aussagen benutzen diese Quantoren und es gibt halt den Allquantor, das ist so ein umgedrehtes A und das heißt halt für alle. Das ist eine Abkürzung für alle und es gibt den Existenzquantor, das ist so ein umgedrehtes E. Ja, so ein E, der sagt halt, es gibt. Und zwar, es gibt mindestens eins. Ne? Es kann ruhig mehr geben. Und vielleicht einfach, um das klar zu machen, Beispiel für diese Behauptung. Also Behauptung, wenn ich behaupte, irgendwas gilt für alle natürlichen Zahlen, ja, zum Beispiel, dann behaupte ich für alle n in n gilt, meine Behauptung, nehmen wir mal zum Beispiel n Quadrat ist größer gleich n. Nicht? Also hier behaupte ich, meine Aussage ist, für alle natürlichen Zahlen gilt, dass das Quadrat der Zahl größer gleich der Zahl selber ist. Nicht? Und das ist eine wahre Aussage, weil ich das halt für natürliche Zahlen mache. Ne? Nicht? Also 1, bei 1 ist 1, das Quadrat ist gleich 1, ist größer gleich, aber bei den anderen, ne, 2 zum Quadrat ist 4 und so weiter. Nicht? Also das Quadrat ist da größer als die Zahl selber, größer gleich. Das ist eine wahre Aussage. Ja. Und zum Beispiel eine Aussage mit dem Existenzquantor, das wäre zum Beispiel die Aussage, die wir gerade bewiesen haben, dass sie nicht gilt, nämlich die Aussage, es gibt ein x in den rationalen Zahlen, sodass x² gleich 2 ist. Ja? Das ist jetzt quasi eine andere Formulierung der Aussage, dass Wurzel 2 eine rationale Zahl ist. Ich behaupte, es gibt eine Zahl x in den rationalen Zahlen, deren Quadrat gleich 2 ist. Das haben wir aber durch Widerspruch ja gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Also das ist jetzt natürlich eine Aussage, aber das ist eine falsche Aussage. Ja, nicht? Und es gibt halt viele Aussagen in der Mathematik von der Gestalt, dass sie halt irgendwas behaupten für alle oder es gibt. Und zwar Elemente in gewissen Klassen. Das, von daher ist es gut, diese Quantoren zu haben. Und wir wollen das vielleicht nochmal allgemein dann quasi einführen. Nicht? Das ist natürlich für alle und es gibt, das ist natürlich, ich mache eine Aussage über Elemente in einer gewissen Klasse. Also nehmen wir mal an, ich rede über eine gewisse Menge m, erstmal sagen wir mal von Zahlen, also m, eine Zahlenmenge, eine Menge von Zahlen, also typischerweise die natürlichen Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen, r oder c, über die wir eine Aussage machen. Und ich habe da eine Aussage, die halt jetzt von Elementen abhängt. Nicht? Also so wie hier, das hier ist eine Aussage, aber die hängt von n ab. Ja? Das hier ist auch eine Aussage, die hängt von x ab. Ja, das heißt, ich muss spezifizieren, welche x will ich hier eigentlich einsetzen und das mache ich dann hier. Nicht? Also ich nehme an, ich habe so eine Aussage. Das ist aber jetzt nicht eine absolute Aussage, wie zum Beispiel 2 plus 3 ist gleich 5, sondern das ist eine Aussage, die von einer Variablen abhängt, sagen wir halt x. Und dann kann diese Aussage halt je nachdem, was ich für das x einsetze, wahr oder falsch sein. Ne? Also das ist eine Aussage für jedes x aus meiner Menge m, die ich halt für dieses x zulassen will. Ja, und dann kann ich halt diese für alle oder es existiert Aussagen machen. Das heißt, wenn ich dann sage, für alle x aus meiner Menge m gilt halt a von x, ja, dann ist diese Aussage hier, die ist genau dann wahr, wenn halt dieses a von x wahr ist für alle x aus m.
Das ist also wahr, falls die Aussage a von x wahr ist für alle möglichen Wahlen von x aus der Menge m. Also a von x kann ja a priori, kann für manche x kann es wahr und für manche x kann es falsch sein. Ich behaupte hier aber für alle x, die ich betrachte, die ich jetzt zulasse, aus m, soll das wahr sein. Ja, das ist dann natürlich eine sehr starke Aussage. Es soll was für alle Elemente gelten und es existiert, ist das andere Extrem. Ich behaupte, es gibt zumindest ein Element, für das es gilt. Also ich meine, für die meisten muss es gar nicht gelten, aber es gibt zumindest eins, für das es gilt. Also die Aussage, es gibt also ein x in m, sodass a von x gilt. Und das ist dann natürlich wahr, wenn es halt mindestens ein x gibt. Wenn ich mindestens so ein x finde, es kann natürlich mehr geben, aber ich behaupte, es gibt mindestens eins. Das ist also wahr, falls a von x wahr ist. Für mindestens ein x in m. Ja, gut, ich meine, das ist jetzt einfach erstmal nur Notation und das ist eine nützliche Notation, um unsere Aussagen kompakt hinschreiben zu können. Und im Prinzip ja, scheint es jetzt nicht sonderlich interessant zu sein. Interessant wird es halt erst dadurch, dass oft in vielen Aussagen nicht nur ein Quantor auftaucht, sondern mehrere. Und da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Also es kann dann natürlich sein, dass ich mehrere Allquantoren habe, mehrere Existenzquantoren oder typischerweise habe ich die sogar gemischt. Und dann ist die Frage, ja, hängt es jetzt von der Reihenfolge ab, zum Beispiel, wie ich das hinschreibe? Und wichtige Bemerkung dazu ist, wenn ich die Quantoren nicht mische, dann spielt die Reihenfolge keine Rolle. Nicht? Also zum Beispiel, wenn ich zwei Quantoren habe, also wenn ich behaupte, für alle x in m und für alle y in n, wobei n, m und n halt gegebene Mengen von Zahlen sind, behaupte ich irgendwas, das ist das gleiche, wie wenn ich es umgekehrt behaupte. Nicht? Also wenn ich sage, für alle x und für alle y soll irgendwas gelten, dann kann ich auch genauso gut sagen, für alle y und für alle x. Es ist einfach nur, es ist egal, welche x und y ich nehme, es soll halt immer das gelten. Also das hier ist das Gleiche, wie zu sagen, für alle y in n und für alle x in m. Also spielt keine Rolle, ob ich erst das hier hinschreibe und dann das hier oder es umdrehe. Das ist das Gleiche. Ja, okay. Und für, wenn ich nur Existenzquantoren habe, ist es genauso. Also wenn ich behaupte, es gibt, sagen wir mal, es gibt ein x in m und es gibt ein y in n, sodass irgendwas gilt, das ist wieder das Gleiche wie umgekehrt, nämlich es gibt ein y in n und es gibt ein x in m. Das heißt einfach, es gibt halt x und y, das eine aus n, das andere aus m, sodass halt irgendwas gilt, was ich halt hier jetzt behaupte. Das ist jetzt, die Aussage hier hängt jetzt natürlich von x und y ab. Ja. Ja, gut, das ist natürlich trivial und nicht weiter interessant, aber wenn ich Mischungen habe, dann bricht es zusammen und dann muss man vorsichtig sein. Nicht? Also, die wesentliche Aussage ist, dass wenn ich Mischungen habe, aber für Mischungen von dem für alle und dem es existiert, gilt es nicht. Ja, das heißt also, wenn ich behaupte, für alle x in m gibt es ein y in n, sodass irgendwas gilt, das ist verschieden, das ist eine verschiedene Aussage, wenn ich das rumdrehe. Ja, wenn ich sozusagen sage, es gibt ein y in n, sodass für alle x in m diese Aussage gilt. Ja, warum ist es verschieden? Weil hier behaupte ich, für alle x gibt es ein y, sodass irgendwas gilt. Und damit erlaube ich, dass das y, das ich hier wähle, dass das von dem x abhängt. Also für jedes x kann das ein anderes y sein. Wenn ich das aber andersrum hinschreibe, dann sage ich hier, es gibt ein y, so dass für alle x irgendwas gilt.
Ja, das heißt, ich muss ein y finden, sodass diese Aussage hier für alle x gilt. Also das hier ist eine viel stärkere Aussage, weil ich hier nur eine Möglichkeit habe, das y zu wählen. Während hier habe ich für jedes x die Möglichkeit, ein anderes y zu wählen. Und einfach nur mal ein Beispiel, um das klar zu machen, dass das wirklich was Verschiedenes ist. Und dass man da wirklich aufpassen muss, in welcher Reihenfolge man das hinschreibt, weil man behauptet, je nach Reihenfolge halt zwei verschiedene Sachen. Ich nehme mal als Beispiel mal zwei Aussagen, wo ich das halt umdrehe. Die erste Aussage ist, für alle n in n, also für alle natürlichen Zahlen, gibt es ein m in n, natürliche Zahl, sodass m größer als n ist. Und jetzt drehe ich mal die Quantoren um und schreibe die andere Aussage hin, nämlich es gibt ein m in n, sodass für alle n in n, und die Aussage hier ist die gleiche, also m größer als n sein soll. Ja, und diese beiden Aussagen, die sagen jetzt was Verschiedenes aus, nämlich eins sagt, für jedes n finde ich ein m, das größer ist. Und das ist natürlich eine wahre Aussage, nicht? Also wenn ich eine natürliche Zahl habe, dann finde ich eine Zahl, die ist größer, zum Beispiel n plus 1. Aber 2 sagt was viel Stärkeres, nämlich es gibt ein m, es gibt eine natürliche Zahl, sodass für alle natürlichen Zahlen gilt, diese Zahl m ist größer als n. Und es sagt, es gibt eine größte natürliche Zahl. Ja? Es gibt eine Zahl, an der kann ich jetzt nicht mehr drehen, ja? Die größer ist als alle natürlichen Zahlen. Und das stimmt natürlich nicht. Ja? Das heißt, das sind also zwei sehr verschiedene Aussagen und der Wahrheitswert von der Aussage, der ändert sich auch, wenn ich es umdrehe. Also 1 sagt, ich schreibe es nochmal hin, also für jede Zahl, für jede natürliche Zahl gibt es eine größere, das ist natürlich wahr. Während 2 sagt was viel Stärkeres, nämlich sagt, es gibt eine größte natürliche Zahl. Und das ist natürlich falsch. Also es gibt eine größte Zahl. Also das hier ist wahr und das hier ist falsch. Ja, also es ist also, wenn ich mehrere Quantoren habe, und ich mische für alle und es existiert, dann muss ich schon auf die Reihenfolge aufpassen, weil je nach Reihenfolge mache ich halt andere Behauptungen. Nicht? Und in der einen Reihenfolge kann es richtig sein, in der anderen Reihenfolge kann es falsch sein. Ja, und dann, was man vielleicht auch noch verstehen sollte, ist, was passiert, wenn ich Aussagen, die Quantoren enthalten, verneine. Na, wir haben ja gesehen, es gibt halt Beweis, es gibt den indirekten Beweis, wo ich dann typischerweise die Verneinung von einer Aussage angucke. Anstatt A nach B zu beweisen, beweise ich halt aus nicht B, folgt nicht A. Wenn ich dann eine Aussage habe, die halt Quantoren beinhaltet, dann muss ich die Verneinung von dieser Aussage angucken. Ich sollte also schon genau verstehen, was heißt es, wenn ich Aussagen verneine, die Quantoren enthalten. Und das ist im Prinzip auch einfach. Und auch eigentlich schön formal, nur halt eventuell dadurch, dass ich viele Quantoren enthalte, kann es dann im konkreten Fall vielleicht doch wieder kompliziert werden. Insbesondere, wenn man versucht, es sich logisch zu überlegen, anstatt einfach den formalen Regeln zu folgen. Also die Frage ist, ich habe eine Aussage, sagen wir für alle Aussage, für alle x in m, soll halt die Eigenschaft a von x gelten. Wenn ich die jetzt verneine, ja, was ist es dann? Kann ich das irgendwie anders fassen? Und im Prinzip ist das noch, ja, ist eigentlich klar, hier behaupte ich, für alle x soll irgendwas gelten. Okay, wenn das falsch ist, dann heißt es ja, es muss mindestens ein x geben, für das diese Aussage nicht gilt. Also das hier ist das Gleiche, wie die Aussage, es gibt ein x, sodass die Aussage nicht gilt. Ja, das heißt also, ich kann das nicht, kann ich hier reinbringen zu der Aussage, allerdings aus dem Allquantor wird halt ein Existenzquantor, weil die Verneinung von der Aussage für alle ist halt, es gibt ein Gegenbeispiel, ne? Sozusagen, um zu zeigen, dass eine Aussage nicht für alle gilt, muss ich halt ein Gegenbeispiel präsentieren. Und umgekehrt ist es halt genauso, wenn ich behaupte, es gibt ein x, für die halt die Aussage a von x gilt, und ich verneine das
Also hier behaupte ich, es gibt ein X, sodass diese Aussage gilt. Und wenn ich jetzt das verneine, dann ist es also nicht mehr wahr, dass es ein X gibt, für das die Aussage gilt. Das heißt, dann muss halt für alle X, darf die Aussage nicht gelten. Ja, das heißt, das hier ist dann äquivalent dazu, dass für alle X die Aussage nicht gilt. Und wiederum, ich bringe einfach das Nicht, bringe ich halt zu der Aussage rüber und aus dem Existenzquantor wird der Allquantor. Also die beiden Quantoren vertauschen sich, wenn ich halt die Negation nehme. Ja, und das ist natürlich auch im Prinzip trivial, sieht auch recht einfach aus, aber es wird halt dadurch wieder kompliziert, dass ich typischerweise meine mathematischen Aussagen, dass die mehrere Quantoren beinhalten und dann muss ich halt diese Negation über die ganzen Quantoren hinwegziehen. Und wenn ich das formal nach diesen Regeln mache, ist es eigentlich sehr einfach, auf jeden Fall besser, als wenn man versucht, sich wirklich vielleicht logisch zu erschließen, was ich eigentlich behaupte mit all diesen Quantoren und das zu negieren. Also bei komplizierten Aussagen ist wirklich einfach das formal hinschreiben und dann formal nach diesen Regeln negieren, ist wirklich das Beste. Also typischerweise beinhalten mathematische Aussagen halt nicht nur einen Quantor, sondern mehrere Quantoren und dann typischerweise auch gemischt, Existenz und Allquantor. Und die Verneinung ist dann nicht trivial im gewissen Sinne. Allerdings, wenn man es mit diesen formalen Regeln macht, ist es dann doch, also formal, sehr einfach zu machen. Und vielleicht will ich nur ein Beispiel angeben. Also ich habe ja schon irgendwann mal gesagt, wir werden uns auch Konvergenz von Reihen angucken oder Konvergenz von Folgen. Und ich schreibe vielleicht einfach jetzt mal die Definition hin, was es heißt, sehr formal, dass eine Folge von Zahlen gegen eine andere Zahl konvergiert. Und ja, in dem Zusammenhang ist es dann natürlich oft auch interessant oder wichtig, zu beweisen, dass eine Folge nicht konvergiert und da muss man dann quasi die Definition negieren. Und das ist genau so ein Fall, wie er hier auftaucht. Deshalb will ich den mal anschreiben. Also einfach als Beispiel, dass man sieht, dass diese Negation von Aussagen mit Quantoren wirklich in der Realität auftaucht und in der mathematischen Realität und dass man dann quasi gezwungen ist, komplizierte Aussagen zu negieren. Okay, also das Beispiel ist die Konvergenz von einer Reihe von Zahlen xn gegen n. Und das werden wir dann irgendwann mal quasi formal definieren. Was bedeutet das? Das heißt halt, dass diese Zahlen hier gegen diese Zahl hier konvergieren. Und formal heißt es halt, dass für alle Epsilon größer als 0 gibt es ein n, eine natürliche Zahl, sodass ab dieser natürlichen Zahl, also für alle n größer gleich groß n, der Abstand zwischen xn und x kleiner wird als Epsilon. Also es ist intuitiv einfach die Aussage, dass wenn ich das n hinreichend groß mache, dann ist der Abstand zwischen x und xn beliebig klein. Aber formal ist es halt für alle Epsilon größer als 0, finde ich ein n, sodass für alle, die größer sind, ist dieser Abstand kleiner als Epsilon. Und wenn ich das jetzt negieren will, also wenn ich zeigen will, dass xn gegen x konvergiert, muss ich quasi das hier beweisen. Wenn ich jetzt aber zeigen will, dass xn nicht gegen x konvergiert, was muss ich dann eigentlich zeigen? Okay, dann muss ich natürlich die Verneinung von dieser Aussage nehmen. Also die Verneinung davon, also jetzt die Aussage, dass die Folge xn nicht gegen x konvergiert, da muss ich jetzt einfach hier die Negation nehmen und dann natürlich diese Negation zu meiner wesentlichen Aussage rüberschaffen und immer wenn ich über einen Quantor gehe, muss ich den umdrehen. Das heißt also, aus diesem für alle wird ein Existenzquantor, es gibt also ein Epsilon größer als 0, das hier wird ein Allquantor, sodass für alle n natürlichen Zahlen es ein klein n größer gleich groß n gibt. Also ich drehe einfach nur die Quantoren um. Alles andere, was da steht, bleibt gleich. Und jetzt bin ich über die Quantoren weggegangen und jetzt kriege ich die Negation von dieser Aussage.
Ja, diese Aussage ist, diese Zahl hier ist kleiner als Epsilon. Die Negation davon ist, diese Zahl ist größer gleich Epsilon. Ja, das heißt, die Negation hiervon ist also xn minus x ist größer gleich Epsilon. Und das sagt mir halt im Wesentlichen aus, dass der Abstand zwischen xn und x nicht beliebig klein wird, sondern dass ich immer mal wieder eine Zahl xn finde, die einen Abstand hat größer als Epsilon, also größer als ein, also hinreichend weit davon weg ist. Ja, okay, ja, also ich denke, das gibt vielleicht doch einen ganz guten Eindruck, ja, dass es schon sinnvoll ist, zu sehen, wie ich Aussagen negiere, Aussagen, die Existenz und Allquantoren beinhalten. Und im Prinzip formal ist es sehr einfach. Ja? Also es ist wirklich am besten, einfach die Aussage formal so hinzuschreiben und dann nach den formalen Regeln einfach die Negation zur Aussage zu bringen und auf dem Weg dahin alle Quantoren umzudrehen. Nicht? Also umdrehen heißt, der Allquantor wird der Existenzquantor und der Existenzquantor wird der Allquantor. Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt das Kapitel über Beweise und formale Sprachen erstmal soweit abgehandelt.